Ja, liebe Freunde des ND im Club, wir können leider aus gegebenem Anlass unsere angekündigte Veranstaltungsreihe nicht öffentlich im Münzenbergsaal durchführen, sondern nutzen die mediale Möglichkeit, unser Gespräch im Livestream aufzunehmen, damit es nicht gänzlich ausfällt. ND im Club hat diesmal das Thema blühende Landschaften, Fragezeichen, die umstrittene Geschichte der Treuhandanstalt. Und wir konnten uns keinen besseren Gesprächspartner und kompetenteren vorstellen als Dr. Rainer Karlsch. Herzlich willkommen, lieber Rainer. Ich will meinen Gesprächspartner kurz vorstellen. Rainer Karlsch ist 1957 in Stendal geboren, hat Wirtschaftsgeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin studiert, war dann anschließend Mitarbeiter am Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, war Mitglied der Historischen Kommission Berlin und war auch an der Freien Universität Berlin tätig und ist heute wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Zeitgeschichte München-Berlin. Rainer Karlsch hat im Laufe seiner wissenschaftlichen Arbeit eine ganze Reihe von Publikationen vorgelegt. Eine erste wichtige war Allein bezahlt, die Reparationsleistungen der SBZ DDR 1945 bis 1993. Dann Die Chemie muss stimmen, Bilanz des Wandels, strahlende Vergangenheit. Ja, viele Themen, Wismut, ein großes Thema, die Geschichte des Uranbergbaus, aber in den letzten Jahren auch immer wieder Themen wie das mitteldeutsche Chemiedreieck oder Ölwirtschaft. Also Rainer, du hast dich von Anfang an eigentlich sehr intensiv nach der Wende mit diesen Themen der DDR-Wirtschaft und auch ihrer Privatisierung beschäftigt. Und deshalb wollen wir heute natürlich über die Treuhandanstalt sprechen, zu der du seit einigen Jahren intensiv arbeitest. Man muss dazu sagen, dass die Archive jetzt freigegeben sind. Man kann die Privatisierungsakten einsehen, die die Treuhand angelegt hat, und kann da auch verschiedenen Prozessen nachgehen. Bevor ich dich zu Wort kommen lasse, möchte ich aber noch mal was zur Treuhand vorlesen von deinem Lehrer Jörg Rösler, einem der renommiertesten Wirtschaftshistoriker der DDR, der jetzt am 25. November 80 Jahre alt wird. Er hat Folgendes gesagt: Wenn der Name Treuhandanstalt fällt, gehen in Ostdeutschland die Emotionen hoch. Die Treuhand gilt vielen Ostdeutschen als Symbol für eine verfehlte Vereinigungspolitik, deren Auswirkungen bis heute zu spüren sind. Ihr werden die gegen alle Versprechen der Initiatoren der Treuhandpolitik bis heute spürbaren Unterschiede in der Wirtschaftskraft Ost- und Westdeutschlands zugeschrieben. Sie legte die Grundlagen für die bis heute ungleiche Verteilung von Einkommen und Vermögen. Und nun, sagt er, ist diese Einschätzung, um nicht zu sagen, ihre Verdammung, gerechtfertigt? Oder haben diejenigen, vor allem Westdeutsche, recht, die sagen, dass mittels der Treuhand der schwierige Versuch unternommen wurde, einer maroden, ihrem Ende nahen Wirtschaft wieder auf die Beine zu helfen? Ich finde es eine schöne Einleitung. Und ja, vielleicht beginnen wir doch, um diesem Thema wirklich auch einigermaßen gerecht zu werden, damit, dass wir nochmal auf die DDR-Wirtschaftspolitik zurückblicken, zum Beispiel auf wichtige Momente in der DDR-Wirtschaftsentwicklung wie das Chemieprogramm und die neue ökonomische Politik. Vielleicht schlagen wir von da aus den Bogen dann zum Ende der DDR und zur Treuhand.
Ja, lieber Paul, vielen Dank für die schöne Einleitung, auch für das Zitat von Jörg Rösler, dem ich in der Tat viel verdanke. Es war ein hervorragender Lehrer, der immer noch sehr produktiv ist. Das ist alles sehr lesenswert und auch diskutabel. Die Wirtschaftsgeschichte der DDR im Überblick kann ich nur ganz knapp referieren, sonst wird es hier viel zu viel. Wichtig ist nochmal zu erinnern an die komplizierten Startbedingungen dieses im Oktober 1949 gegründeten Staates. Es war der kleinere Teil Deutschlands, er hat nahezu allein, daher auch der Buchtitel, den Großteil der Reparationsleistungen für die Sowjetunion und Polen erbringen müssen, weil sich die Alliierten in Potsdam und vorher schon in Jalta auf einen Reparationskompromiss geeinigt hatten, dass jede Besatzungsmacht aus ihrer Zone ihre Reparationen zu entnehmen hat. Und das bedeutete eine immense Belastung für die spätere DDR. Das waren die größten Reparationsleistungen, die im 20. Jahrhundert überhaupt erbracht worden sind von einem kleinen Staat oder damals ja noch Besatzungszone. Und das hat natürlich die Ausgangsbedingungen für einen wirtschaftlichen Wettlauf, wenn man so sagen darf, mit der späteren Bundesrepublik von vornherein arg belastet. Hinzu kommt die massive Abwanderung. 2,5 Millionen Menschen flüchten aus der sowjetischen Besatzungszone in späteren DDR. Es wandern Tausende von Firmen ab, darunter Firmen mit Weltrang, also mit ganz bedeutenden Namen. Audi, Wella, also die Haarkosmetik. Und ich könnte diese Reihe lange, lange fortsetzen. Das heißt, es fließt Know-how ab, es gehen Warenzeichen verloren und insofern war der Start für die DDR-Wirtschaft überaus kompliziert und man kann gar nicht hoch genug anerkennen, was in den Wiederaufbaujahren von der Wiederaufbaugeneration geleistet wurde. Ich habe das ja auch an vielen Beispielen versucht zu analysieren. Damit sind wir dann in den späten 50er Jahren, nachdem diese Wiederaufbauperiode im Wesentlichen abgeschlossen war, ist zum ersten Mal in den späten 50er Jahren ein vergleichsweise moderner Industriezweig, die Chemie, in den Mittelpunkt der Wirtschaftspolitik gerückt worden. Mit dem berühmten Chemieprogramm Chemie gibt Brot, Wohlstand und Schönheit, so ist das verkündet worden in Leuna, sollte Anschluss gewonnen werden. Von Walter Ulbricht. Ja, natürlich. Von Ulbricht, ja, ja, und von einer Reihe von Wissenschaftlern, größtenteils bürgerliche Wissenschaftler, die auch zum Teil noch als Kombinatsdirektoren an der Spitze gestanden haben. Die haben gesehen, wenn wir jetzt nicht investieren in neue Kunststoffe, in neue Düngemittel und so weiter und die Chemie umstellen, wenigstens teilweise weg von der Kohle hin zum Öl und zum Gas, dann werden wir Anschluss verlieren. Dieses Chemieprogramm ist mit riesigen Ambitionen gestartet. Es war ein an sich richtiger Ansatz, aber die DDR als kleines Land war gar nicht in der Lage, das an Technologien zu entwickeln, was man für eine moderne Chemieindustrie braucht. Ja, das war also eine große Illusion, die auch ein Stück weit mit diesem Programm verbunden war, alles aus eigener Kraft zu schaffen. Das konnte so ein kleines Land nicht leisten. Ich blicke mal auf die Bundesrepublik, weil das wichtig ist, um zu verstehen, was nach 1990 passiert. Dort haben die IG Farben Nachfolgeunternehmen, also Bayer, Höchst und BASF, seit den späten 40ern, frühen 50er Jahren auf strategische Bündnisse mit den großen petrochemischen Unternehmen der USA oder Großbritanniens gesetzt. Das heißt, die haben sehr früh umstellen können auf Erdöl, auf Erdgaseinsatz und damit eine ganz moderne Chemie entwickeln können. Ulbricht bringt das in einer Diskussion mit Khrushchev auf den Punkt und er sagt sinngemäß, wie können wir mit Westdeutschland konkurrieren wollen, wenn die dort 100 Millionen Tonnen Erdöl verarbeiten können, wir aber nur 5. Wir brauchen also viel mehr Kohleeinsatz, das ist alles viel aufwendiger. Also gebt uns mehr Öl, gebt uns mehr Gas. Und Khrushchev hat gebremst, weil die Sowjetunion dazu gar nicht so in der Lage war. Also um das abzuschließen, mit dem Chemieprogramm ist eine Teilmodernisierung eingeleitet worden, die bleibt aber stecken in den 60er Jahren, weil die Investitionskraft der DDR dafür nicht ausreicht. Dazwischen fällt ja dann auch der Mauerbau und die Abschottung, die weitere Abschottung der DDR-Wirtschaft. Also die Chemie wird vom
ja, vom modernen Industriezweig mehr und mehr zum Sorgenkind. Weil man es einfach nicht schafft, im erforderlichen Maße die Technologien zu entwickeln oder zu importieren, die man gebraucht hätte, um diesen Wirtschaftszweig zu modernisieren. Auch das neue ökonomische System ändert daran nicht viel. Also einige Chemiker erinnern sich noch mehr oder weniger gern an die sogenannten Merseburger Zaubersprüche von 1970, wo Ulbricht nochmal versucht hat, diesen Bereich der Industrie nach vorn zu bringen und wirklich überbordende Hoffnungen damit verbunden wurden, die aber die Investitionskraft der DDR weit überfordert haben. Ja. Deshalb kommt es ja auch 1970 zu einer Wirtschaftskrise, zu Energieabschaltung, auch zu Streiks, auch in Chemiebetrieben, zur Nichtauszahlung von Jahresendprämien, an die sich die Belegschaften gewöhnt hatten, zu sozialen Spannungen. All dies trägt dazu bei, dass die Wirtschaftspolitik von Ulbricht in die Kritik gerät und dann ja auch sein Nachfolger etwas anderes versucht. Er bremst diese überzogenen Strukturprogramme ab und orientiert die DDR-Wirtschaft mehr auf einen strukturkonservativen Ansatz. Das hat zur Folge, dass die großen Modernisierungsversuche, die es in der Zeit des neuen ökonomischen Systems gab, so nicht mehr zu finden sind in den 70er, 80er Jahren. Die Chemie nur noch unzureichende Investitionsmittel erhält und mehr zum Problemkind, zum Sorgenkind wird. Also eine Kombinatsdirektorin, du wirst sie auch kennengelernt haben, in Wolfen, die dort antritt, richtig in den späten 70er Jahren, schreibt in ihren Erinnerungen davon, ja, sie musste ein Skandalkombinat übernehmen, das keiner mehr leiten konnte, weil es so weit zurückgefallen war hinter den Weltstandard. Und solche Probleme gibt es im Chemiebereich viele. Es ist noch eine Besonderheit zu beachten und die hängt mit dem Erdölimporten, mit der Nutzung von Erdöl auch für die Devisenbeschaffung zusammen. Bekanntlich ist die DDR in den frühen 80er Jahren in heftigste außenwirtschaftliche Probleme geraten. Stichwort Hochzinspolitik, Stichwort Überschuldung mehrerer sozialistischer Staaten. Und auch die DDR steckte in einer Schuldenfalle. Und um dort herauszukommen, sind verschiedene Projekte angeschoben worden, darunter die sogenannte Heizölablösung. Das hieß, es wurde ein negativer Strukturwandel eingeleitet, also zurück zur Kohle. Weniger Erdöl sollte verbraucht werden für die Petrochemie, dafür sollten mehr helle Produkte hergestellt werden, also Benzin und Diesel, um diese hellen Produkte im Westen zu verkaufen gegen harte Devisen. Das hat funktioniert einige Jahre. Die DDR konnte damit ihre Zahlungsbilanz stabilisieren. Sie konnte sie damit stabilisieren, dass PCK Schwedt und Leuna, auch Böhlen und Zeitz in einem wachsenden Maße helle Produkte im Westen verkauft haben. Aber zum Unwillen der Sowjetunion, ne? Nicht unbedingt. Die sowjetische Führung war darüber sehr wohl informiert. Da gibt es auch noch eine Art Legendenbildung. Mhm. So als ob die Einschränkung der Erdöllieferung in den RGW dieses System zum Kollaps gebracht hätten. Das liest man oft. Es ging ja darum, dass Anfang der 80er Jahre die sowjetische Wirtschaft in außergewöhnlichen Schwierigkeiten war. Aufgrund des Afghanistan-Einmarsches, aufgrund der Hochrüstung war die Sowjetunion zunehmend weniger in der Lage, Rohstoffe in riesigen Mengen in den RGW-Raum, aber auch nach Kuba, nach Indien und in andere Staaten zu exportieren und hat deshalb pauschal 1981 eine Kürzung aller Erdöllieferungen um 15% nicht nur vorgeschlagen, sondern durchgesetzt. Honecker schreibt dann an Brezhnev und sagt, willst du unseren Staat ruinieren? In Wirklichkeit hat die DDR nicht weniger Erdöl bekommen, sondern nach wie vor rund 21 Millionen Tonnen importieren können, musste aber diese 15%, die wir gerade nannten, dann den Dollar bezahlen. Ja, und das hat natürlich die Zahlungsbilanz wieder belastet, aber aus den größten Schwierigkeiten ein Stück weit herausgeholfen. Für die Chemie, und damit schließe ich diesen Punkt auch ab, bestand das Problem darin, dass außer Diesel und Benzin kaum weltmarktfähige Produkte da waren. Ja, also es gab ganz wenige Chemieprodukte,
die zu Weltmarktpreisen verkauft werden konnten. Im Wesentlichen waren die großen Betriebe der DDR-Chemie darauf beschränkt, sogenannte Commodities, also einfache Grundstoffe zu exportieren, unter Weltmarktpreisen, um damit noch Devisen zu erwirtschaften. Also der Chemieexport, wie auch der Export vieler anderer Bereiche der Wirtschaft, musste mit Milliarden DDR-Mark aus dem Staatshaushalt subventioniert werden. Ein tragisches Beispiel dafür ist die Filmfabrik Wolfen. Ich sage bewusst tragisches Beispiel, weil dieses Werk mal der bedeutendste Standort der Filmproduktion in Europa gewesen ist. Also in den 30er Jahren war das das zweitgrößte Unternehmen, das überhaupt Filme hergestellt hat. Auch zu DDR-Zeiten ein großer Produzent von Aqua-Color-Filmen, ab 1964 dann Orvo-Filmen. Und diese Filme waren in den 70er, 80er Jahren nur noch mit massiven Subventionen überhaupt zu verkaufen. Das ist recht gut dokumentiert. Also eigentlich war das Kombinat Orvo-Wolfen Ende der 70er Jahre, wenn man rein betriebswirtschaftlich abgerechnet hätte, nicht mehr zahlungsfähig. Das ist überdeckt worden durch diesen Preisbildungsmechanismus und durch die Abschottung der DDR, und das wird dann offenbar 1990. Kommen wir zur Treuhand. Ich habe auch mich noch mal damit beschäftigt. Das war mir ehrlich gesagt nicht so klar. Am 12. Februar 1990 hat die Bürgerrechtsbewegung Demokratie Jetzt den Vorschlag gemacht, eine Treuhandgesellschaft zur Wahrung der Anteilsrechte der DDR-Bürger am Volkseigentum eben einzubringen. Wir haben den Vorschlag eingebracht. Am 1. März 1990 hat der Ministerrat beschlossen, eine Anstalt zur treuhänderischen Verwaltung des Volkseigentums zu gründen. Das sind die ersten Schritte der Treuhand. Ja, das ist die sogenannte Urtreuhand, ja, die in der Tat nur zustande gekommen ist, weil es eine kleine Gruppe Bürgerrechtler gegeben hat, die gesehen haben, es passiert etwas in der Wirtschaft und das kann nicht gut sein. Es gab Anfang 1990 zunehmend Absprachen zwischen Kombinatsleitungen, es waren ja noch Kombinatsleitungen, und westdeutschen Unternehmen über die Gründung gemeinsamer Verkaufsorganisationen, sogenannter Joint Ventures. Es gab auch Beziehungen, die schon in die 80er Jahre zurückreichten, die intensiviert wurden, und die Bürgerrechtler hatten die Befürchtung, da findet unter der Hand schon ein Ausverkauf statt. Hm. Und tatsächlich kann man das in den Unterlagen auch recht gut nachvollziehen, dass sich die Strukturen der DDR-Wirtschaft mit Beginn des Jahres 1990 aufzulösen begannen. Also die Kombinatsleitungen sind angeschrieben worden von den Betrieben, die raus wollten aus den Kombinatsverbünden. Mhm. Zuerst wollten immer die Starken heraus, weil die sich gedacht haben, wenn wir allein versuchen, in diese neue Wirtschaft hineinzuwachsen, haben wir größere Überlebenschancen. Mhm. Und diejenigen, die sich eher unsicher fühlten, haben doch versucht, in einer neuen Art von Holding oder wie auch immer zusammenzubleiben. Also diese Urtreuhandanstalt wird gegründet, um Volksvermögen zu bewahren, nicht um es massenhaft zu privatisieren, sondern zunächst einmal ein Stück weit sollte diese Urtreuhandanstalt eine Schutzfunktion haben. Ja, auch diese Eigenständigkeit der Betriebe war auch am Anfang noch ein wichtiger Aspekt dieser Urtreuhand, nicht? Das ist ganz richtig. Es gibt dann diese Verordnungen, die unter der Modero-Regierung angestoßen werden, dass die Kombinate in der bestehenden Form aufgelöst werden sollen und dass dann Kapitalgesellschaften gegründet werden sollen, also Aktiengesellschaften oder GmbHs, und die Steuerung durch den Staat, die sollte vorbei sein. Aber es war noch nicht daran gedacht, die großen Kombinatsstammbetriebe rasch zu privatisieren. Es ging im Wesentlichen in der Modrow-Zeit darum, diejenigen wieder in ihre Rechte einzusetzen, die 1972 bei der letzten großen Enteignungswelle enteignet worden sind. Das waren in der Regel kleine Mittelständler,
die sollten das Recht haben, ihre alten Betriebe wieder aufleben zu lassen. Damit waren natürlich auch Illusionen verbunden, denn es lagen 20 Jahre dazwischen. Diese ehemals privat geführten oder Betriebe mit staatlicher Beteiligung konnten als Kombinatsbetriebe kaum modernisiert werden, waren also von vornherein relativ chancenlos, wenn sie sich hätten der westdeutschen Konkurrenz stellen müssen. Also das muss man dann auch sehen, dass diese Reprivatisierung, die ja zunächst nur für DDR-Bürger gedacht war, eine schwierige Angelegenheit gewesen ist. Dann kommen zwei wichtige Momente, die natürlich, wenn wir die Treuhand uns anschauen, für die DDR-Wirtschaft und für ihre Entwicklung oder ihre Chancen oder ihr Ende in Frage kommen. Das ist einmal die Einführung der D-Mark am 1. Juli 1990 und dann natürlich der Einigungsvertrag, der ja dann sozusagen die Treuhand auch in eine andere Richtung führt. Also noch vor der Einführung der D-Mark finden ja die Wahlen statt, die von dem Bündnis Allianz für Deutschland unter Führung der Ost-CDU gewonnen werden. Und damit ist klar, dass die Urtreuhandanstalt in ihrer Aufgabenstellung so nicht mehr erhalten bleibt, sondern dass ein neuer Kurs, ein anderer Kurs eingeschlagen werden soll. Das passiert ist ja nur dann, zweieinhalb Wochen später. Ne? Ja, das passiert dann das 18. März. Wochen später ist richtig, aber ein Stück weit wirkt die Urtreuhandanstalt ja noch bis in den Juni, Juli hinein. Ja. Dann wird ihr Auftrag verändert und es geht um die schnellstmögliche Privatisierung der ehemals volkseigenen Betriebe. Also das ist schon ein radikaler Kurswechsel gewesen, der unter der Demissier-Regierung dann zustande kommt. Davor liegt die überraschende Ankündigung im Februar 1990, die D-Mark in der DDR einzuführen. Damit sind unglaubliche Hoffnungen und auch Illusionen verbunden gewesen. Edgar Most, der stellvertretende Staatsbankchef, hat gesagt, die Leute waren regelrecht besoffen von dieser Ankündigung, dass die D-Mark kommt. Alle sahen endlich harte Devisen, wir werden reisen können, unsere Arbeitsplätze bleiben im Wesentlichen erhalten, wir kriegen jetzt besseres Geld. Aber so einfach war es natürlich nicht und Ökonomen West wie Ost haben davor gewarnt, auch Most hat gewarnt. Kanzler Kohl hat sich davon nicht beeindrucken lassen, ihm ging es darum, zum einen Tatsachen zu schaffen, um in der Außenpolitik mehr Spielraum zu gewinnen. Es war, ein, wie man so schön sagt, ein Fenster, was nur eine kurze Zeit offen gestanden hat, um den Zug deutscher Einheit abfahren zu lassen. Das hat er nutzen wollen. Und mit der Einführung der D-Mark ist klar, wird der Staat DDR rasch aufgelöst werden und es wird sehr rasch zur Einheit kommen. Das war ein Teil seiner Überlegung. Hinzu kommt natürlich auch die Chance, die Wahlprognosen zu drehen und die Wahlen im März zu beeinflussen und möglicherweise zu gewinnen. Denn die ersten Prognosen sahen ja ganz anders aus. Ja, natürlich. Die liefen darauf hinaus, dass die SPD bis zu 50% bekommt, auch die PDS relativ stark werden wird und die CDU stand da nicht gut da. Und in dem Moment, wo dieses D-Mark-Versprechen in die Welt gesetzt wurde, kippt die Stimmung in großen Teilen der ostdeutschen Bevölkerung, das muss man sagen. Und das kommt ja dann auch in verschiedenen Plakaten auf den Demonstrationen, unter anderem in Leipzig zum Ausdruck, Helmut, nimm uns an die Hand und zeige uns den Weg ins Wirtschaftswunderland. Also kindliche Naivität, die damit schwang, die aber ihre Wirkung nicht verfehlte. Oder auch diese Losung, kommt die D-Mark nicht zu mir oder zu uns? Gehen wir zu ihr. Ja, das ist natürlich ein weiterer wichtiger Punkt. Ja. Die ersten Flüchtlinge, Übersiedler sind begrüßt worden in der Bundesrepublik, als dann immer mehr DDR-Bürger ihr Land verließen, wurde das schon etwas kritisch in den aufnehmenden Kommunen, Städten und Gemeinden und dort drohte auch die Stimmung zu kippen. Und man wollte versuchen, den Strom an Übersiedlern einzudämmen. Auch das spielte mit hinein in die Einführung der D-Mark. Wirtschaftlich
hatte das fatale Konsequenzen. Der britische Guardian hat darüber geschrieben und getitelt, das ist die Einführung einer ökonomischen Atombombe. Überspitzt formuliert, war das eine Art von Lockdown für die Wirtschaft der DDR. Denn was bis dahin relativ günstig verrechnet werden konnte durch den Umtauschkurs DDR-Mark, D-Mark, musste nunmehr in D-Mark bezahlt werden, also Löhne, Waren und so weiter. Und das kam einer Abschnürung großer Teile der DDR-Wirtschaft ab 1. Juli 1990 gleich. Naja, und andersrum war es ja auch so, dass die vorwiegend im sozialistischen Lager, also die Exporte ja plötzlich auch in D-Mark gezahlt werden mussten. Das ist richtig, die außenwirtschaftlichen Probleme kommen noch hinzu. Und ganz interessant ist es, in die Analysen hineinzuschauen, die der Urtreuhandanstalt, also der Treuhandanstalt unter Modrow vorlagen. Die stammen vom Mai, Juni 1990, sind von ehemaligen Mitarbeitern der Plankommission, der DDR-Ministerien, des Ministeriums der Finanzen erstellt worden. Und die sagen sinngemäß, ungefähr ein Drittel der Betriebe wird die Einführung der D-Mark nicht überstehen. Ein gutes Drittel ist sanierungsfähig und ein anderes Drittel wird es schaffen, ohne ganz große Verwerfungen in die Marktwirtschaft hineinzukommen. Diese Prognosen waren noch ein Stück weit zu optimistisch und haben sich trotzdem weitgehend bewahrheitet. Es gibt dann Unternehmensberatungsgesellschaften, die von der DDR wenig Ahnung hatten, aber natürlich ein sehr genaues Analyseinstrumentarium zur Verfügung hatten und diese noch nüchterner, noch drastischer in ihrer Bewertung und sagen, also bis zu 80% der Industriearbeitsplätze in der DDR wird wegfallen, wenn die D-Mark kommt. Also diese Bewertungen waren da. Die Bundesregierung hat das nicht wahrhaben wollen, weggeschoben, diese Analysen also auch nicht beachtet, weil man am Kurs rasche Einheit festhalten wollte. Christa Luft hat das schön auf den Punkt gebracht, indem sie geschrieben hat, das Jahr 1990 war ein Jahr der Politik und nicht der Ökonomie. Und so ist das in der Tat gewesen. Man hat die Verwerfung in der ostdeutschen Wirtschaft in Kauf genommen. Ein Stück weit auch deshalb, weil dieses Bild von dem Wirtschaftswunder von 1948 immer noch nachwirkte. Und die Politik sich daran orientiert hatte. Wie war denn das nach dem Zweiten Weltkrieg in der entstehenden Bundesrepublik? Das ist dann im Nachhinein, sollte so eine Art Blaupause sein, ne? Ist so als Blaupause empfunden worden. Man hat auch dann an Ludwig Erhard immer wieder erinnert und alte Artikel von ihm von 1953 zur Hilfe genommen, wo sich Erhard mit einer möglichen Wiedervereinigung beschäftigt hat. Das Buch wurde ja auch sofort, noch vor der Vereinigung, wurde das massenhaft unter den Wohlstand für alle von Ludwig Erhard. Ne? Das war nochmal ein Bestseller, ohne zu beachten, dass die Bedingungen 1948 von denen 1990 sich grundsätzlich unterschieden. 1948 lag Europa in Trümmern, es war ein Warenhunger da. Die westdeutsche Wirtschaft hatte noch einen erstaunlich intakten Kapitalstock, das muss man auch sagen. Die Eigentumsverhältnisse waren nahezu unangetastet und die D-Mark war ja nicht gleich konvertibel, sondern es hat bis 1958 gedauert, bis die D-Mark voll konvertibel war. Das heißt, sie war stark unterbewertet, es war eine unterbewertete Währung, deshalb konnte der westdeutsche Export auch rasch wieder anspringen und nicht zu vergessen, die Bundesrepublik konnte rasch in die Weltwirtschaft wieder eingegliedert werden, wozu auch die Marshallplanhilfen einen gewissen Anschub geleistet haben. All das unterschied sich grundsätzlich von der Situation 1990. 1990 gab es gesättigte Märkte, auf die DDR-Betriebe hat in Westeuropa niemand gewartet. Im Gegenteil, der Markt im Osten war offen und die Konkurrenz hat nur darauf gewartet, diesen neuen Markt in Beschlag zu nehmen. Kurzum, es war nicht vergleichbar, die Bedingungen waren grundsätzlich andere und insofern waren auch die Rezepte von Ludwig Erhard in keinster Weise tauglich, um rasch zu einem Wirtschaftsaufschwung
in den neuen Bundesländern zu kommen. Ja, Rainer, kommen wir jetzt zu der Treuhand, wie sie dann agiert hat. Zuerst mit ihrem Präsidenten Detlef von Rohwedder, der ja dann 1991 ermordet worden ist, und dann wurde Birgit Breul seine Nachfolgerin. Was war denn eigentlich die Aufgabe dieser Treuhand dann, also dieser sozusagen fast, kann man sagen, der Dritten und der dann... Der Treuhandanstalt, wie man sie gemeinhin bis heute kennt. Zunächst einmal war für wenige Wochen Rainer Maria Gulke, der von der Bundesbahn kam, der Chef der Treuhandanstalt, der warf rasch hin, weil er mit der Aufgabe nicht fertig wurde. Dann kam der Sanierer Rohwedder, Detlef Carsten Rohwedder, an die Spitze der Treuhandanstalt und ist innerhalb weniger Monate zum meistgehassten Mann zumindest in Ostdeutschland geworden. Das muss man so sagen. Rohwedder hat im November 1990 formuliert, die Privatisierung hat absoluten Vorrang. Also es sollte so rasch als möglich, so viel wie möglich privatisiert werden. Das war sein erster Ansatz gewesen. Und wenn man sich die Unterlagen anschaut, ich habe das zur Genüge für den Chemiebereich auch machen können, wird in den ersten Monaten rasch verkauft, was verkaufsfähig ist, und auch rasch geschlossen. Ja, also rasch verkauft werden die sogenannten Perlen der DDR-Wirtschaft für wenig Geld, und rasch geschlossen werden einige Großbetriebe, von denen man meint, sie hätten keine Marktchancen mehr. Mhm. Im Chemiebereich ist das fatalerweise das modernste, in den späten 80er Jahren gebaute pharmazeutische Werk in Neubrandenburg. Das ist gebaut worden, dieses Werk, um Penicillin herzustellen, nicht nur für die DDR, sondern für den gesamten RGW-Bereich. Das ist gerade 1988, 89 angelaufen, dieses Werk mit über 1000 Beschäftigten. Dann wird es analysiert vom Leitungsausschuss. Das war ein Gremium, das unabhängig von der Treuhandanstalt mit Wirtschaftsprüfern und Leuten aus dem Finanzministerium und anderen zusammengesetzt war. Und dieser Leitungsausschuss kommt zu der Meinung, es hat keine Chance, Penicillin in Neubrandenburg zu produzieren. Man muss fairerweise sagen, auch die damalige Geschäftsführung hat das so eingeschätzt. Warum? Weil die Technologien nicht ausgereift gewesen sind und weil dieses Penicillin in der DDR viel zu teuer produziert wurde, um noch irgendeine Chance zu haben gegen die Produkte, die den halben Preis nur gekostet haben in der Produktion von der Konkurrenz. Also Herr Wickhusen, der das Werk geleitet hat, und andere haben das sehr sachlich eingeschätzt. Wir hatten mit dieser Produktion eigentlich keine Marktchance. Nun kann man sagen, gut, dann hätte die Treuhandanstalt ein paar hundert Millionen investieren müssen, um das Werk zu modernisieren. So weit war die Treuhandanstalt unter Rohwedder nicht. Also da ging es nicht um Sanierung. Das ist auch eine der erstaunlichsten Geschichten, wenn man sich diese frühe Phase der Treuhandanstalt anschaut, dass im Nachhinein Rohwedder eher als ein Mann dargestellt wird, der vorrangig sanieren wollte, und dass erst seine Nachfolgerin diesen harten Privatisierungskurs eingeschlagen hat, der dann zu heftigen Verwerfungen in Millionenfamilien geführt hat. Nein, kann ich da nur sagen, so war das nicht. Mhm. Unter Rohwedder wird nicht ein einziger Sanierungskredit vergeben, nicht einer. Ich habe keinen gefunden, sondern in dieser frühen Phase der Treuhandanstalt werden die Türen geöffnet für die großen Unternehmen, für die Banken, für die Konzerne aus der Bundesrepublik, um rasch das zu übernehmen im Osten, was sie als so eingeschätzt haben, dass man es übernehmen kann. Nun muss man zur Ehrenrettung von Rohwedder sagen, ja, die Treuhandanstalt hechelte in dieser Zeit den Ereignissen hinterher. Das war 1990, 91 war auch sehr schlecht ausgerüstet, noch weitestgehend eine virtuelle Organisation. Die Masse der Mitarbeiter waren Ostdeutsche, waren Mitarbeiter aus den Ministerien, die in die Treuhand gekommen sind. Nur die Führungsspitze, die wurde ab September, Oktober 1989
durchgängig mit Westdeutschen besetzt. Insofern waren die Entscheider Westdeutsche, das ist richtig, aber bis zum Ende der Treuhandanstalt war mehr als 2/3 des Personals kam aus dem Osten. Mhm. Und in dieser Frühphase ging es im Wesentlichen darum, dass bereits begonnene Entwicklungen nachvollzogen wurden. Mhm. Wenn ich mir diese Privatisierungsakten anschaue, dann kann man da folgendes Muster erkennen. Die ostdeutschen Geschäftsführungen, auch Betriebsräte, waren voller Hoffnung auf ihre möglichen westdeutschen Partner und haben darauf gedrängt, so schnell wie möglich privatisiert zu werden, weil sie hofften, unter den neuen Eigentümern relativ viele Arbeitsplätze erhalten zu können. Also wir können das durchspielen. Mhm. Ich will hier nur ein, zwei Beispiele nennen. Nehmen wir das Synthesewerk Schwarzheide. Also es war der größte Produzent von Polyurethanen in Osteuropa. Dieses Werk war vergleichsweise modern. Da hat sich sofort die BASF dafür interessiert. Die Treuhandanstalt war da gar nicht involviert in die Verhandlungen, sondern die kommt erst im letzten Moment ins Spiel, als sowohl Geschäftsführung als auch Betriebsrat auf der Seite von Schwarzheide und Geschäftsführung der BASF sich einig gewesen sind. Schwarzheide wird von der BASF gekauft. Da kommt die Treuhand erst ins Spiel, verzögert die Vertragsverhandlungen, sodass der BASF-Vorstand im Bundeskanzleramt vorstellig wird und einen Tag später wird der Vertrag unterschrieben. Das heißt, vom Bundeskanzleramt aus ging dann ein Telefonat an den zuständigen Privatisierungsdirektor und Schwarzheide wurde an die BASF verkauft für einen lächerlichen Kaufpreis von 50 Millionen. Da kann man sagen, da ist Tafelsilber verschleudert worden. Ganz so war es aber nicht. Das Werk war nicht so modern, wie ursprünglich eingeschätzt wurde. Es besaß auch nicht die Chance, den osteuropäischen Markt weiterhin mit Polyurethan zu beliefern. Also die BASF hat sich da auch ein Stück weit tüchtig verkalkuliert und hat bis weit in die 90er Jahre hinein nur rote Zahlen geschrieben in Schwarzheide. Musste viel mehr investieren, als ursprünglich vorgesehen war, über 1 Milliarde, damit dieses Werk bestehen konnte im internationalen Wettbewerb. Das konnte nur so ein Großunternehmen tatsächlich schaffen. Ja, so viel vielleicht zur BASF in Schwarzheide, was bis heute ein gut laufendes Unternehmen ist. Ganz ähnlich sieht das in Schwedt aus, bei PCK. Schwedt, der eine oder andere wird sich noch daran erinnern, weniger produzieren mehr. Das war eine große Geschichte in den 70er, 80er Jahren, dass dieses Kombinat mit weniger Arbeitskräften mehr produzieren wollte. Ich glaube, Werner Frohn war da der Generaldirektor. Werner Frohn war Generaldirektor, ein kluger Mann, der das mit angestoßen hatte. Und Schwedt war auch die modernste Raffinerie im Osten. Und darum haben sich natürlich eine Reihe von westlichen Mineralölkonzernen um diesen Standort gerissen, weil sie wussten, mit diesem Werk können wir nicht viel falsch machen. Es muss ein Stück weit modernisiert werden und dann kann es den ostdeutschen Markt gut abdecken. Und auch in diesem Fall liefen die ersten Gespräche zwischen der Geschäftsführung Schwedt und verschiedenen westdeutschen Unternehmen völlig unabhängig von der Treuhandanstalt ab. Also die Treuhandanstalt kommt dann erst allmählich in die Gespräche hinein. Die erste Mannschaft, die die Verhandlungen mitführen soll, hat von der Mineralölindustrie keine Ahnung. Das ist die sogenannte Lehman-Gruppe gewesen, also ein Mann, der stellvertretender Minister für Leichtindustrie in der DDR war. Der wird dann abgelöst. Es kommt dann ein neuer Verhandlungsführer auf Seiten der Treuhandanstalt, ein Banker, der auch keine Ahnung von der Mineralölindustrie hat. Der wird dann auch abgelöst. Dann kommt ein dritter, Hans-Peter Gundermann, das ist ein Mineralölexperte. Aber auch Gundermann und seine Gruppe schaffen es eigentlich nicht, einen tragfähigen Vertrag innerhalb weniger Monate auszuhandeln. Denn so eine Unternehmensbewertung eines riesigen Standortes ist unglaublich kompliziert. Und dann
erklärt Gundermann dem Vorstand der Treuhandanstalt, wir müssen den Vertrag nochmal nachverhandeln. Das ist noch nicht, das ist noch nie rund. Da liegt noch keine D-Marker Öffnungsbilanz vor. Ihm wurde dann geantwortet vom Vorstand, wir stehen wie ein Mann hinter dir, wenn der Vertrag in den nächsten Wochen unterschrieben wird, was immer eine problematische Ansage ist. Gundermann ist dann wenig später abgelöst worden. Es ist skandalisiert worden, diese ganze Privatisierung von PCK Schwedt. Aber im Endeffekt waren zumindest die Geschäftsführer in Schwedt, auch der Betriebsrat, durchaus zufrieden damit, dass eine rasche Privatisierung zustande gekommen ist. Dass die Nachteile dabei der Steuerzahler mit ein Stück weit auszugleichen hatte, war erstmal aus Sicht derer, die dort gearbeitet haben, zweitrangig gewesen. Also ich will sagen, es war nicht so, dass es in dieser Frühphase der Privatisierung massenhaft feindliche Übernahmen gab bei den großen Standorten. Nein, Belegschaften guckten zuallererst auf westdeutsche Großunternehmen als mögliche künftige Eigentümer. Nun muss man dazu sagen, da war auch viel Illusionen dabei. Da war auch viel enttäuschte Hoffnung dabei. Deshalb war es eben doch eine Zeit großer Hoffnung, auch großer Illusionen. Ich will das mal am Beispiel von Wolfen deutlich machen, wo es ja auch diese Hoffnung gab. Jetzt kommt der alte Eigentümer wieder zurück und übernimmt uns. Agfa Leverkusen wird uns kaufen und wir werden nicht alle Arbeitsplätze, aber doch viele erhalten können. Und es waren ja 16.000, also es waren zum rund Ende der 16.000 Beschäftigte in Wolfen bei Orvo tätig. Da muss man dazu sagen, dieses Kombinat trug eine fatale Erblast mit sich. Bereits in den 30er Jahren, also in der NS-Zeit, ist neben die Fotofilmfabrikation eine Faserfabrikation aufgebaut worden. Und diese beiden Technologien vertragen sich eigentlich gar nicht. Es ist gemacht worden von den Nazis aus Autarkiegründen. Es ist in DDR-Zeiten beibehalten worden. Also dieser Faserbereich in Wolfen, der hatte keine Überlebenschance. Der war so weit heruntergekommen, dass Ingenieure sich geweigert haben, im Dezember 1989 die Anlagen wieder anzufahren und selbstständig angefangen haben, stillzulegen, weil sie es nicht länger verantworten wollten, dass die dort Beschäftigten unzumutbaren Belastungen ausgesetzt sind, also die sogenannten MAK-Werte, die also Grenzwerte darstellten, waren um ein Zigfaches überschritten, sodass in diesem Faserbereich zum Teil nur noch Strafgefangene oder Bausoldaten arbeiten konnten. Das muss man also zu Wolfen dazu sagen. Und trotzdem gab es die Hoffnung 1990, wir können die Agfa zurückholen, die werden uns kaufen. Und dann gibt es hier einen neuen Aufschwung. Es gibt dann auch gleich Besuche. Der Agfa-Vorstand kommt nach Wolfen. Die Wolfener Geschäftsführung fährt nach Leverkusen und schaut sich auch in Belgien die dortige Produktion an und muss feststellen, die sind 70 Mal produktiver als das, was in Wolfen passiert. 1:70, das waren die Verhältnisse, wenn ich die Produktivität bei der Begießerei mir anschaue. Das trifft jetzt nicht für die Gesamtproduktivität des Werkes zu, aber summa summarum war Wolfen weit abgehängt von den Standards und es war ein oligopolistischer Markt. Das heißt, 3-4 Große haben den Weltmarkt beherrscht. Ja. Das war Kodak, der Weltmarktführer. Das waren zwei japanische Firmen, Fuji und Konica und noch ein, zwei andere. Und Orvo Wolfen hatte einen Weltmarktanteil von rund 1%. Rund 1%. Und darum haben Wirtschaftsprüfer und Unternehmensberatungsgesellschaften sehr rasch den Daumen gesenkt und gesagt, dieses 1% noch irgendwie aufrecht zu erhalten, das lohnt sich nicht. Da kann nur noch ein kleiner Kernbereich übrig bleiben. Und auch Agfa Gevaert, die allmählich selbst schon in Schwierigkeiten kamen, haben rasch kalte Füße bekommen. Das war natürlich für die Belegschaften in Wolfen eine riesige Enttäuschung, zu sehen, dass keiner von den Großen eigentlich diesen Standort übernehmen und sanieren will. Es ist dann ein Siechtum, das sich noch bis 1997 leider, muss man sagen, hinzieht. Also wie ein Elefant, der sich zum Sterben legt. So hat das mal
jemand beschrieben, ist dieser Standort sukzessive heruntergefahren worden. Nun gab es aber auch Fälle, die ja in den Medien auch eine große Rolle spielten. Ich denke an Bischofferode, wo die Kumpel ja mit Hungerstreiks wirklich bis zuletzt um ihre Arbeitsplätze gekämpft haben und der Meinung waren, das müsste erhalten bleiben. Also das sind natürlich dann auch die Sachen, die in den Köpfen der Menschen hängen geblieben sind für sozusagen eine Treuhandpolitik, die eben als ungerecht und ungerechtfertigt empfunden worden ist. Ja, die Treuhandpolitik ist von Millionen Menschen als ungerecht empfunden worden. Die Treuhandanstalt war eine Art Blitzableiter, auch für das, was in der Politik falsch gelaufen ist. Ich meine, man muss sich mal anschauen, wer alles im Verwaltungsrat der Treuhandanstalt saß, also in dem Aufsichtsgremium, alle Ministerpräsidenten, Gewerkschaftsfunktionäre, die saßen alle mit im Verwaltungsrat und haben fast alle Beschlüsse einstimmig gefasst, um hinterher teilweise zumindest dann Schließungsbeschlüsse heftig zu kritisieren. Also ein Stück weit hat diese Anstalt auch die Funktion eines Blitzableiters gehabt und war mit ihrer Aufgabe von vornherein überfordert. Es war ja auch bewusst unklar gehalten im Treuhandgesetz, was denn nun eigentlich die Schwerpunkte sind der Arbeit. Ist es die schnellstmöglich Privatisierung oder ist es die Sanierung? Und zwischen diesen beiden Polen schwankte ja die Tätigkeit der Treuhandanstalt immer hin und her. Und nun muss man sich nochmal in diese Zeit hineinversetzen, der frühen 90er Jahre. Also da war auch eine Siegermentalität natürlich da auf westdeutscher Seite. Ihr Wirtschaftsmodell hat sich als das robustere erwiesen. Es gab diese großen Privatisierungswellen in England, in der Bundesrepublik in den 80er Jahren. Und das wollte man nun übertragen auf den Osten ganz rasch und viel brutaler und viel schneller. Es gab ja auch so eine Vorstellung oder so eine Haltung, dass man gesagt hat, also wir können alles produzieren, also der Osten, den brauchen wir nicht als Produktionsstandort, die können wir beliefern. Was aber nicht mitgedacht worden ist, dass ja Millionen Menschen ihre Arbeit verloren haben. Ja doch, das ist schon mitgedacht worden. Gerade im Chemiebereich gab es ja sehr nüchterne Analysen, also der großen Bayer Höchst BASF, die haben sich genau angeguckt, was kann man im Osten machen und was nicht. Und sie sind zu der Schlussfolgerung gekommen, du hast es gesagt, eigentlich brauchen wir keinen einzigen Produktionsstandort im Osten. Wir können das alles beliefern. Wir fahren unsere Kapazitäten ein Stück weit hoch und diese hochverseuchten Standorte, die in der Tat mit schweren Umweltproblemen zu kämpfen hatten, die binden wir uns gar nicht erst ans Bein. Weil das kostet Milliarden, die Sanierung, das machen wir nicht. Da soll der Staat mal schön sich drum bemühen. Das war auch eines der vielen Probleme der Treuhandanstalt. Sie hatte plötzlich auch mit der Sanierung von Umweltaltlasten zu tun, in riesiger Dimension. Es treffen sich dann die wichtigsten Männer der westdeutschen Chemieindustrie und bilden einen Arbeitskreis, um zu schauen, was können sie denn im Osten machen. Die BASF haben wir erwähnt, die übernimmt Schwarzheide. Und nachdem klar wird, wie teuer diese Modernisierung des Standortes Schwarzheide wird, haben sie die Finger von allen weiteren Privatisierungen gelassen. Bayer baut ein Werk in Bitterfeld, wo 550 Beschäftigte Arbeit finden, übernimmt aber nichts an Altstandorten, weil das zu teuer wird. Ja, und Höchst versucht das Chemiefaserwerk Guben zu modernisieren und hat da auch größte Probleme damit. Also dass die westdeutsche Chemieindustrie sich zurückgehalten hat, das haben Gewerkschafter sehr früh erkannt. Hermann Rappe, der Vorsitzende der IG Chemie, Papier und Keramik, sieht das und drängt das Bundeskanzleramt darauf, gegenzusteuern. Also die Politik muss da aktiv werden und den bisherigen einseitigen Ansatz der Treuhandanstalt ein Stück weit verändern. Das führt zu großen Demonstrationen. Im Frühjahr 1991 kippt ja die Stimmungslage in Ostdeutschland und dazu beitragen auch Demonstrationen in Leuna. Also über 20.000 demonstrieren am 19. März 1991 vor den Werktoren. Ein Tag vorher
sind in Leipzig die Montagsdemonstrationen wieder losgegangen gegen die Politik der zu raschen Privatisierung. Und weil dieser Druck aufgemacht wird von den Betriebsräten, auch von Rappe, gibt es ein gewisses Umsteuern. Kein generelles, aber doch ein gewisses im Frühjahr 91, was im Endeffekt dazu führt, dass Kohl ein Versprechen abgibt, dann im Mai 91 in Buna, also in Schkopau, was sinngemäß darauf hinausläuft, dieses Chemiedreieck, dieses mitteldeutsche Chemiedreieck bleibt erhalten. Da war man in der westdeutschen Chemieindustrie gar nicht davon begeistert. Auch bei den großen Mineralölkonzernen nicht. Niemand wollte das von der Konkurrenz. Die Treuhandanstalt war davon auch nicht begeistert, dass sie plötzlich in stärkerem Maße als zuvor sanieren sollte und sanieren musste. Und es sind dann Strategien entwickelt worden, um zumindest die großen Standorte im Kern zu erhalten. Das ist Leuna, das ist Schkopau, also Buna, das ist ein Teil von Bitterfeld-Wolfen gewesen und das ist Piesteritz. Dafür ist enorm viel Geld ausgegeben worden. Wenn ich diese mitteldeutschen Standorte zusammenrechne, summa summarum 50 Milliarden D-Mark, das war richtig viel, was in 10 Jahren mindestens da hinein gegeben werden musste, um nicht nur zu modernisieren, sondern auch die Altlasten zu beseitigen, Sozialpläne zu finanzieren und überhaupt diese Standorte zu internationalisieren. Das, wenn man sich das heute anschaut, dann sind das moderne Industrieparks, wo Unternehmen aus der ganzen Welt tätig sind und einige tausend Arbeitsplätze neu geschaffen haben. Und erfolgreich arbeiten auch. Pro Arbeitsplatz, wir arbeiten erfolgreich, das ist richtig. Der Erhalt jedes einzelnen Arbeitsplatzes im Chemiedreieck hat mehr als 1 Million D-Mark gekostet. Das muss man sich auch nochmal vergegenwärtigen. Also der Vorwurf, der oft völlig zu Recht an die Treuhandanstalt gemacht wird, alles platt zu machen, trifft zumindest für diesen Teil der ostdeutschen Wirtschaft so nicht zu. Rainer, kommen wir nochmal auf Berlin. Wir hatten ja angekündigt, Berlin Chemie, Berlin Kosmetik, eventuell Elektrokohle, aber vielleicht nochmal ein paar Sätze zu den Privatisierungen in Berlin. Danke, dass du das ansprichst. Das ist ein wichtiger Punkt noch meiner Untersuchung. Ich wollte ja nicht nur diese Großchemiestandorte mir anschauen, sondern auch Bereiche angucken, die unterhalb des Radars privatisiert worden sind. Also das ist die Düngemittelindustrie, das ist die Kosmetikindustrie, das ist die pharmazeutische Industrie. Und da passieren ganz gegensätzliche Entwicklungen. Die ersten Analysen, die ich gelesen habe zur pharmazeutischen Industrie, stammen von der Schering AG. Schering AG in der Müllerstraße gibt es ja heute auch nicht mehr, die gehören zu Bayer Pharma. Aber damals in den frühen 90er Jahren war das ein Weltkonzern. Und bei Schering schätzt man ein, diese DDR-Pharmaindustrie, ja, die wird ja weitestgehend untergehen. Die wird ja völlig verschwinden, weil die Märkte werden geöffnet. In dem Moment, wo die D-Mark kommt und wo die Einheit bevorsteht, es gibt Zertifizierungspflichten für Medikamente. Dazu sind die ostdeutschen Hersteller ja so rasch gar nicht in der Lage, GMP-fähige Ware herzustellen. Also die werden ja weitgehend vom Markt gefegt werden. Das war die Erwartungshaltung Anfang 1990 und wir können dann den Markt besetzen. Es kommt aber anders in der Pharmaindustrie, weil Apotheker, Ärzte, Krankenhäuser im Wesentlichen an die ihnen an den Produkten festhalten, die sie kennen und die gut sind. Also die ihre alten Marken. An den Marken, an Gamet festhalten. Ja. Das waren gute Produkte, im Wesentlichen Generika, also nachentwickelte Produkte, aber die waren gut und haben ihre Zwecke erfüllt. Und daran hat man festgehalten, sodass die großen Standorte der pharmazeutischen Industrie im Osten, also Berlin Chemie, in Dresden, das Arzneimittelwerk und Jena Farm, dass die doch erstaunlich rasch den Schritt in die Marktwirtschaft geschafft haben. Und dann setzt in der westdeutschen Pharmaindustrie und auch in der internationalen Pharmaindustrie ein Umdenken ein. Oh, die behaupten sich ja doch, die sind modern, haben auch gute Geschäftsführung. Und dann setzt ein regelrechter Wettlauf ein, wer wen zuerst kauft. Und so ist das dann auch bei Berlin Chemie. Schering
hat sich ein Stück weit bedeckt gehalten. Das hat historische Gründe. Mhm. Also Schering ist ja in Adlershof maßgeblich mit entstanden. Mhm. Durch die Teilung Berlins, dann gab es Standorte in allen vier Sektoren. Mhm. Den wichtigsten in Adlershof, einen zweitwichtigen im Wedding, also in der Müllerstraße und dann auch um Berlin herum mehrere Standorte. Die Schering-Geschäftsführung denkt anfangs so, dass man Berlin Chemie nicht unbedingt braucht, weil das ist nur ein Nachentwickler von Tabletten, während bei Schering neue Produkte entwickelt worden sind. Und sie konzentrieren sich auf Jena Farm und wollen unbedingt Jena Farm kaufen. Mhm. Und haben dann auch schon Flugblätter produziert, wir kommen Jena. Mhm. Sie verlieren dann das Bieterverfahren, werden also aussortiert bei der Treuhandanstalt, sind darüber nicht erbaut. Also Jena Farm geht an einen anderen Anbieter. Und Berlin Chemie wird von einem italienischen Unternehmen, von Menarini, gekauft. Für die Italiener war das eine ganz große Chance, auf den deutschen Markt zu kommen. Und auch für Berlin Chemie war das eine Chance. Berlin Chemie musste doch anfangs einen ganz Teil seiner Belegschaft abbauen, konnte dann aber unter der Leitung von Menarini wachsen und hat heute mehr Beschäftigte, als sie zu DDR-Zeiten hatten. Ich habe ja Hans-Jürgen Nelde noch kennenlernen dürfen, den langjährigen Betriebsdirektor von Berlin Chemie, der auch Geschäftsführer denn bei Menarini wurde. Der war Anfang der 90er Jahre noch sehr im Zweifel, was aus Berlin Chemie wird. Heute ist das ein blühendes Unternehmen hier in Berlin, eines der wenigen mit vielen Industriearbeitsplätzen. Also das ist eine Erfolgsgeschichte geworden. Rainer, wir müssen leider zum Ende kommen, ja. Aber ich möchte dir natürlich abschließend die Frage stellen. Du hast ja gesagt, du arbeitest mit den Akten, du verfolgst das wirklich ganz genau, diese Prozesse. Aber die Frage, blühende Landschaften, die Arbeit der Treuhandanstalt, vielleicht zwei, drei Sätze noch zum Schluss. Wie kann man das beantworten? Ja, ich gestatte mir noch einen Satz mehr. Es sind ja nicht nur Erfolgsgeschichten zu erzählen, wie ich das hier mit Berlin Chemie gerade demonstriert habe. Es gibt ja auch das andere. Also Berlin Kosmetik, darauf wollte ich wenigstens mit zwei, drei Sätzen noch eingehen. Das war ein hochmoderner Betrieb, der Anfang der 90er Jahre in Berlin Marzahn gebaut wurde, einer der modernsten Europas. Und trotzdem geht dieses Unternehmen Berlin Kosmetik unter. Ist daran die Treuhandanstalt schuld gewesen? Nein, würde ich sagen. Es gab verschiedene Geschäftsführungen. Zunächst einmal bis Anfang der 90er Jahre hat Christa Bertag das Unternehmen geleitet. Sie war vorher Kombinatsdirektorin. Dann kommt ein amerikanischer Unternehmer an die Spitze. Dann bis 1997 ein Westdeutscher. Alle drei schaffen es nicht, Berlin Kosmetik zum Blühen zu bringen. Die Treuhandanstalt, später die Bundesanstalt für vereidigungsbedingte Sonderaufgaben, gibt viel Geld hinein, auch das Land Berlin, um diesen Standort zu halten. Es funktioniert nicht. Warum nicht? Weil es in der Kosmetikindustrie einen gnadenlosen Wettbewerb gab in dieser Zeit und bis heute gibt, wo nur die ganz Großen überleben und kleinere Unternehmen, die keine Marken haben. Und Berlin Kosmetik hatte keine Weltmarke. Die werden weggebissen und niederkonkurriert. Und das ist mit Berlin Kosmetik passiert. Und da kann ich verstehen, dass diejenigen, die bei Berlin Kosmetik tätig waren, verbittert sind, wenn sie an diese Zeit denken. Denn sie haben ja gute Dinge produziert und sind trotzdem untergegangen. Aber das kann man nicht allein der Treuhandanstalt anlasten. Schlusssatz mit den blühenden Landschaften. Das Bild fällt wie immer höchst gemischt aus, wenn man sich das genauer anschaut. Dieses Versprechen war so nicht einzulösen. Es ist nicht allen besser gegangen, sondern es ist auch vielen Menschen in dieser harten Zeit der Transformation schlechter gegangen. Trotzdem sind in den Kernbereichen der chemischen Produktion eine Reihe von bemerkenswerten neuen Dingen entstanden. Es sind Chemieparks in Bitterfeld-Wolfen, in Leuna, auch in Schkopau aufgezogen worden,
die sich als Erfolgsmodell erwiesen haben, die okkupiert wurden in den späten 90er Jahren im Westen. Das heißt also, da sind durchaus auch Entwicklungen zustande gekommen, die gar nicht so viel mit der Treuhand zu tun haben, sondern mit den neuen Eigentümern, mit der Internationalisierung, mit Neuinvestitionen zu tun haben, sodass dort hochmoderne Arbeitsplätze auch entstanden sind. Trotzdem kann ich nur empfehlen, jeder, der sich intensiver mit der Treuhandgeschichte auseinandersetzen möchte, es gibt eine Flut von Literatur, auch sehr kontroversen Meinungen. Es ist die Chance ja da, in die Akten zu schauen. Es sind unglaublich viele, nicht nur im Bundesarchiv, vorhandene Akten, die man studieren kann, und man wird noch lange darüber streiten, wie bestimmte Entwicklungen zu bewerten sind. Ich maße mir hier nicht an, das einzig gültige Urteil treffen zu wollen. Das wäre völlig vermessen. Es gibt Bereiche, wo es deutlich schlechter aussieht als im Bereich der chemischen Industrie. Insofern ist ein Anstoß gegeben mit der Archivöffnung, und ich denke, dieser Impuls sollte aufgegriffen werden, damit man auch noch weiter über Transformationsprozesse diskutiert, wie damit umzugehen ist. Also da ist noch viel zu leisten. Ja, vielleicht zum Schluss. Ihr habt schon eine erste Publikation vorgelegt, Transformation einer Volkswirtschaft. Neue Forschung zur Geschichte der Treuhandanstalt ist gerade im Metropol Verlag erschienen. Da ist auch ein Artikel von dir. Auf jeden Fall denke ich, muss man die Treuhand sehr differenziert und genau betrachten, und sie allgemein nur zu verurteilen, ist auch zu einfach. Aber man kann auch verstehen, viele Menschen haben ihre Arbeit verloren, dass sie natürlich der Meinung sind, das lag an der Treuhandanstalt. Ja, das ist menschlich nachvollziehbar. Ich bedanke mich ganz herzlich, Rainer Karlsch, und wünsche euch weiterhin viel Erfolg bei der Spurensuche und bei der Bewertung dieses Transformationsprozesses. Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Freunde des ND im Club, und hoffe und wünsche, dass wir uns bald wieder sehen können. Sollte im Dezember jedoch die Pandemie noch so starke Auswirkungen haben, dass wir nicht öffentliche Veranstaltungen machen können, versuchen wir, die Dezember-Veranstaltung mit Friedrich Diekmann zum Thema Beethoven und das Glück hier auch als Livestream auszustrahlen. Herzlichen Dank und schönen Abend.